So, hallo und herzlich willkommen zu Nuclear Throne, Episode 5, glaube ich. Weiß nicht. Müsste 5 sein. Heute schauen wir mal, ob wir das Daily machen können. Ich habe irgendwie Lust mit Crystal das auszuprobieren. Weil ich glaube doch, dass ich damit am weitesten kommen würde. Keine Ahnung. Mit dem Charakter. Sagen wir mit dem Charakter. Crystal ist so ein weiblicher Name. Aber ich weiß nicht. Es wäre irgendwie sexistisch, glaube ich. Okay. Nicht mal Level 2 geworden, leider. Okay. Bin so gut. Immer noch. Okay. Ich hab irgendwie Laserwaffen nicht so gerne. Nehme ich lieber Shotguns. Okay, Screwdriver will niemand. Ah, zum Boss. Bloodlust, Strong Spirit. Shotgun Shoulders? Ich meine, wir haben eine Shotgun. Wow, man. Das ist heftig, wie die bouncen. Das muss ich zugeben. Okay. Einen Schaden, den ich von ihm genommen habe, wiederbekommen an Leben. Ist okay. Okay. Popgun immer über normale Pistole. Okay, geh weg. So. Rabbit Paw. Wir wollen ja überleben. Alter. Ich glaube, ich überlebe die Ebene nicht. Okay. Ich wollte die grüne Ratte weghaben. Weil die nerven einfach nur. Es war vielleicht ein bisschen risky, da reinzurennen, einfach so. Wie ich mit meiner Shotgun schieße und die fucking Ratte nicht treffe. Alter. Assault Lager. Okay. Assault Lager gegen Shotgun tauschen. Ja, Shotgun gegen Assault Lager. So rum. Wow, das war heftig. Okay. Bloodlust. Sollte gerade am hilfreichsten sein. So wenig HP wie wir haben. Ich will auch keine Energie haben. Fäge. Okay. Geht doch. Ich finde es witzig, dass das auch als Shotgun zählt. Triple Machine Gun. Nee, eher nicht.
Das mag ich jetzt nicht so, eine Triple Shotgun. So langsam habe ich das Problem, dass ich keine Shells mehr habe. Alter, war das schlecht. Oh oh, da kommen Cops. Ich sollte nicht aus dem Bild klicken. Ich sagte, ich sollte nicht aus dem Bild klicken. Okay, 26 Shells. Ich verstehe nicht, wie das Auto nicht explodieren konnte. Aber das andere. Klar war da eine Assassine. Finde ich cool. Ich bin Platz 1307. Und einmal. Ja. Ich hätte gerne alle. Nein, nicht die Top. Ich hätte alle gerne. Okay, 1307. Teilweise kenne ich die Charaktere nicht mal. Interessant. Okay. Sag mir mal, wen ich spielen soll. Plan. Okay. Ist okay. Spielen wir Sarah. So. Nachdem wir ein bisschen blöd gestorben sind in der Daily Challenge, schauen wir mal, wie gut es so läuft. Was war das für eine Waffe? Ich glaube, das war eine Assault Rifle, kann das sein? Jo. Finde ich gut. Auch wenn Popgun halt einfach besser ist. Alter. Die lila Skorpione regen mich so auf. Mit ihren 10 Millionen Schüssen. Okay. Shotgun Shoulders. Und Bloodlust? Klingt gut. Da. Okay. Zurückziehen hier hin. Ich wollte ihn gerade fangen. Aber das hat ihn auch nicht ewig festgehalten. Oh Mann. Ich meine, in Shootern kann ich auch einfach nur spammen, wenn ich unendlich Muni habe. Dann ist wahrscheinlich auch einfacher. Aber man hat nun mal nicht immer unendlich Muni. Ich meine, gerade läuft meine Uni sogar noch. Meine Uni. Muni. Muni läuft auch. Aber meine Muni ist 200 gewesen. Nice. So ein Rattenrennen laufen ist nicht so toll, habe ich gehört. Melting. Okay, also wenn ich random hab, dann mach's bei jedem Retry random. Finde ich gut. Okay. Das war Melting. Mehr vielleicht in der nächsten Folge. War aber auch ein blöder Spawn.
Laserpistol will niemand. 80 Bullets. Weg. Last Exit. Rhino Skin oder Euphoria? Rhino Skin. Einfach nur weil. Und erst am Gehe. Hui. So. Geschafft. Eagle Eyes für uns. Eagle Eyes für unsere SMG. Okay. Da wurde mir das 3D mal wieder zum Verhängnis. Ich dachte, ich könnte nach unten laufen, aber ich stand schon nah genug an der Wand dran. Geh weg. Ich verstehe nicht, wie ich immer noch Max Bullets haben kann. Ich habe gerade so viele Schüsse gemacht. Sieht immer irgendwie verbuggt aus, wenn man rollt und reingezogen wird in das schwarze Loch. Okay, was geht hier ab? Erstmal Level 4 werden. Nicht gut. Weg. Auch. Oh. Okay. Machine Gun brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, ich habe eine SMG. Alter, kann ich nicht weiter da reinlaufen? Ist ja unmöglich. Meine Fresse. Strong Spirit. Kann ich wenigstens nicht durch den nächsten Hit sterben. Ja, gut. Habe ich gut gemacht. Geh weg. Eine Laserpistole. Irgendwie nicht. Okay, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Da war keine Stelle, wo ich mich hätte verstecken können vor irgendwas. Weil da 5 Millionen Gegner waren. Okay. Wo sind hier noch Gegner? Wahrscheinlich ganz hier hinten. Aber immer doch. Ich habe keine Waffe gefunden. Oder eine Scheißwaffe. Weiß es nicht. Nein. War hier echt keine Waffenkiste? Nein. Interessant. Gut. Dann gehen wir runter. Hatte ich jetzt auch noch nicht wirklich.
Ich meine, klar, ich habe schon öfters meine Waffe vergessen, aber ein Level ohne Waffenkiste ist schon komisch. Alter. Das Level kann halt auch richtig hässlich aufgebaut sein. Also für mich, aus meiner Perspektive her gesehen. Dass mich die Gegner 10-mal öfter treffen können. Boah, die Grains. Ich wollte gerade sagen, wir sollten aufpassen. Big Bandit spawnt irgendwo. Kannst du da weggehen? Okay, umso länger wir schießen, umso inakkurater wird's. Wir haben noch 7 von 8 Leben. Okay. Ich hoffe mal, dass der SMG nicht so schlecht ist. Strong Spirit. Einmal doch. Weg. King. Alter. Also manchmal glaube ich, die Gegner cheaten. Nein. Böse. Böse Assassine. Nein. Weg. Screwdriver ist halt hässlich. Den habe ich schon umgebracht, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Der ist auf jeden Fall nicht tot. Wie ich den Kanister getroffen habe, aber nicht den Banditen. Ich liebe das. Okay, Stress. Stress klingt gut. Vor allem mit einer Slugger. Ich bin da echt reingelaufen. Boah, bin ich gut. Komm, Grenade Launcher. Ich hätte gerne noch die Muni gehabt. Und den Reds-Kanister habe ich bestimmt auch nicht bekommen. Okay. Also ich muss sagen, eine Discgun finde ich noch ungefährlicher. Wow. Wie ein Grenade Launcher. Einfach nur weil Explosionsradius und so. Ich habe mich gerade selber getötet. Nice! Und ich habe Achievement dafür bekommen. Sincere apologies. Ja, passiert. Screwdriver will ich nicht. Vor allem nicht mit Melting, der sowieso schon so wenig Leben hat. Nimm Ski.
Machine Gun, okay. Ich vergaß, ich habe nur 2 Leben. Und ich sollte ausweichen. Oh naja, wenn man das Spiel 2 Stunden am Stück spielt, dann funktioniert das nicht mehr so schnell. Bullets, Laserpistole. Okay, ich nehme es mal mit, aber ich werde sie wahrscheinlich nie benutzen. Könntet ihr mich auch mal in Ruhe lassen? So. Jetzt habe ich sie sowieso schon ausgetauscht. Das war schlecht. Rabbit Paw. Keine Frage, bei meinem Spielverhalten gerade eindeutig Rabbit Paw. Okay. So benutzt man einen Grenade Launcher. Man bekommt ihn aus einer roten Kiste beim Big Bandit, tötet ihn damit und legt sie wieder weg. Weil man sich selber damit in die Luft springen kann. Okay. Perfekt. Rhino Skin. 14 Leben. Sollte erstmal ein bisschen reichen, glaube ich. Geh weg. Assassine. Alter. Wie ich halt nicht durch die Lücke laufen konnte. Ich liebe es manchmal. Ich spiele das ein bisschen komisch mit 3D-Effekt. Aber ja, muss man sich dran gewöhnen. Ein Flamethrower. Okay. Probieren wir mal einen Flamethrower aus. Eagle Eyes. Ganz sicher. Okay. Behindert. Melting mal wieder. Okay. Dann haben wir halt nochmal Melting. Mal schauen, wie lange ich diesmal überlebe. Okay. Risiko. Ich wollte mich nochmal umschauen. Aber okay. Euphoria wäre ziemlich cool. Okay. Nicht gestorben. Irgendwie.
Okay, alle Reds bekommen. Unten lebt noch einer. Popgun, immer doch. Popgun plus Range. Ist doch gut. Und jetzt darfst du auch schaffen. Warum spawnt das Scheiße da oben? Okay, dann halt hier. Aber wieso? Melee Range oder? Ich würde gerne Melee Range nehmen, aber Rhino Skin ist einfach besser. Ich meine, klar, man könnte jetzt damit argumentieren, wenn ich mehr Range habe mit meiner Range, dann nehme ich weniger Schaden damit. Das Problem dabei ist nur, ich darf gar keinen Schaden nehmen und nicht nur weniger. Okay. Einmal. Zweimal. Der hat nicht getroffen. Dreimal. Viermal. Fünfmal. So. So benutzt man Bolt, um den Boss zu töten. Ohne eine nice Waffe zu behalten. Okay. Schauen wir mal. Hey, ich kann mir trotzdem noch Long Arms kaufen. Das ist doch cool. Ist da unten noch was? Nö. Ich wollte noch nicht den ganzen Weg zweimal laufen. Also einmal hin und einmal zurück. Mhm. Plasma Gun. Klingt gut, aber ich weiß nicht. Hätte ich eine Schaufel, dann hätte ich es wahrscheinlich genommen, aber eine Wrench ist halt auch nicht für alles nützlich. Okay. Leute. Okay. Nice. Splinter Pistol. Oh. Auch eine Bolt Weapon. Okay, probieren wir es aus. Wow. Ist auf jeden Fall auch ein One-Shot an ziemlich vielen Gegnern. Ahaha, nicht so. Der Wagen hat mich umgebracht. Nice. Okay, nachdem wir schon wieder 29 Minuten haben. Irgendwie schaffe ich immer bei 29 Minuten. Ich habe keine Ahnung wieso. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.